Was sind die Vorteile des Reisenden gegenüber dem Handelsvertreter? Nun, zunächst mal, wenn wir so eine Frage in der Prüfung lesen, dann ist erstmal die Frage, was sind die Vorteile, aus welcher Sicht denn? Sind es die Vorteile für den Reisenden gegenüber dem Handelsvertreter? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber wir können hier die Formulierung verwenden, ich verstehe die Frage so, dass. Ja, hier ist anzunehmen, dass es die Vorteile des Reisenden gegenüber dem Handelsvertreter aus Sicht des Unternehmens sind, dass das gemeint ist. So, dann schauen wir uns das mal an. Also Vorteile des Reisenden gegenüber dem Handelsvertreter. Zunächst einmal, der Reisende arbeitet weisungsgebunden. Das ist die unmittelbare Konsequenz daraus, dass der Reisende Angestellter ist. Dem Handelsvertreter kann man in dem Sinne keine Weisungen geben, weil der selbstständige Gewerbetreibender ist. Und er kennt das Produkt vermutlich besser. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, das ist jetzt so ein bisschen ein geschundener Punkt. Denn natürlich kann auch der Handelsvertreter sich sehr genau in das Produkt einarbeiten. Aber vielleicht war der Reisende sogar bei der Entwicklung mit befasst, wie auch immer. Auf jeden Fall kennt das Unternehmen besser. Hat möglicherweise auch den kürzeren Draht, wenn mal auf einem kleinen Dienstweg was geklärt werden muss, dann kann der Reisende das wahrscheinlich besser als der Handelsvertreter. Also wenn ich sage, kennt das Produkt, kennt das Unternehmen besser, meine ich immer besser als Handelsvertreter, denn genau nach dieser Gegenüberstellung ist ja gefragt. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.